Schlimme Nachrichten, die Rente mit 63 soll schon wieder vor dem Ausstehen. Hunderttausende wären betroffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich steige jetzt sofort in den entsprechenden Online-Beitrag rein. Da können Sie es nachlesen, und zwar vom Merkur Online. Überschrift ist, Hunderttausende wären betroffen. Ja, sieht man schon Konjunktiv. Die Rente mit 63 steht vor dem Aus. Also im Grunde genommen, der erste Satz ist ein Konjunktivsatz, wären betroffen. Und im zweiten Satz steht dann, die Rente mit 63 steht vor dem Aus. Ja, meine Damen und Herren, steht sie denn wirklich vor dem Aus oder steht sie eben nicht vor dem Aus? Was meinen wir denn eigentlich mit der Rente mit 63? Was ist damit gemeint? Meine Damen und Herren, die Rente mit 63, das wissen wir, ist ein politisches Schlagwort. Dahinter verbirgt sich letzten Endes entweder die Altersrente für langjährig Versicherte, das ist die Rente, mit der Sie dann mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen können, dann mit Abschlägen, 35 Jahre Wartezeit, oder aber die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Altersrente, wo Sie 45 Jahre Wartezeit haben. Und wahrscheinlich bezieht sich dieser Beitrag auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren. Da soll ja die Rente nun schon seit gefühlt 2 Jahren, so lange berichten wir ja davon, schon abgeschafft werden. Ökonomen, Wirtschaftsweise, Wirtschaftslobbyisten, bestimmte Politiker aus verschiedenen Parteien fordern ja die Abschaffung der Rente mit 63. Also, meine Damen und Herren, ich kann Sie alle beruhigen. Mir ist aktuell, heute ist der 12.10.2024, nicht bekannt, dass die derzeit noch regierende Ampelregierung an die Rente, an die abschlagsfreie Rente mit 63 ran will. Das ist völliger Blödsinn. Im Übrigen gibt es die Rente mit 63 nicht mehr. Wir haben jetzt die Geburtsjahrgänge von 1960, langsam 1961, die in diese Altersrente gehen können. Die Geburtsjahrgänge von 1960 können mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate in diese Rente abschlagsfrei gehen. Also das ist ein absolutes Märchen, dass es diese Rente mit 63 gibt. Andererseits wiederum ist auch klar, viele wurden befragt, da gibt es auch verschiedene Studien, das ist ganz interessant, dass eine Mehrheit der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben nicht bereit ist, länger als bis 65 zu arbeiten, sondern die würden dann viel eher und viel früher in Rente gehen wollen. Und das ist sozusagen auch ein Märchen, dass hier die Menschen de facto länger freiwillig, länger arbeiten würden wollen. Natürlich ist es klar, das Renteneintrittsalter in Deutschland ist im Schnitt gestiegen auf 64 Jahre und 4 Kalendermonate. Das zeigt auch der neue Jahresbericht der Deutschen Rentenversicherung, der kürzlich vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Den habe ich mir angeschaut auf 24 Seiten und dort stehen auch interessante Informationen zum durchschnittlichen Renteneintrittsalter. Das steigt langsam an, aber wirklich nur sehr langsam. Viele Menschen in Deutschland haben im Jahr 2023 auch wieder die Altersrente für langjährig Versicherte beantragt. Das ist die Altersrente, die sie mit Abschlägen nur in Anspruch nehmen können, wenn sie die vorzeitig in Anspruch nehmen. Und das zeigt uns doch, dass die Menschen doch bereit sind, unter Inkaufnahme von Abschlägen in eine Altersrente zu gehen. Die Gründe dafür sind ganz vielfältig, aber einer der Hauptgründe, die ich aus vielen Gesprächen gehört habe, ist, man hat einfach den Kanal voll, man will nicht mehr arbeiten. Die Bedingungen auf Arbeit sind sehr, sehr schlecht. Die Arbeitgeber kümmern sich schlicht und ergreifend oftmals viel zu wenig um die Belange der älteren Mitarbeiter. Aber, meine Damen und Herren, damit das auch gleich klar ist, die Rente mit 63 steht mit Stand 12.10.2024 nicht vor dem Aus. Es ist also de facto Unfug, wenn sowas behauptet wird. Das verursacht letzten Endes auch nur Verunsicherung in der Bevölkerung. Und deshalb werde ich auch immer wieder zu geoigneten Zeitpunkten hier zu diesem Thema Stellung nehmen und da auch mahnend meine Finger hochheben, auch in Richtung der Online-Medien. Bitte aufhören mit diesem Unfug, so etwas in die Weltgeschichte breitzutragen. Das verursacht Verunsicherung bei der allgemeinen Bevölkerung. Und das sind auch die Leute, die Sie lesen und dann letzten Endes sich die Frage stellen, ob das hier nichts anderes als Clickbait ist. So, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein zu diesem Thema. Rente mit 63 steht nicht vor dem Aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.